Ist euch zufällig der Frachter da unten aufgefallen? Wisst ihr, was der an Bord hat? An die 30 Söldner. Die warten alle nur darauf, dass ich ihnen ein Zeichen gebe und ihr seid umstellt. Entschuldige, mach einfach weiter. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast, mittlerweile Ausgabe Nummer 518. Und heute haben wir wieder volles Programm, jede Menge Filme, Top-Filme aus dem Kino, Neustarts und Sneak Preview, eine Rezensions-Blu-ray und mal gucken, was uns da noch so einfällt. In der Runde begrüße ich die Kate. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo den Chris. Hallo Chris. Hallo Erik. Hallo, ja, ich bin der Erik, das wurde jetzt zweimal erwähnt. Grüße auch von mir an die lieben Hörer. Und ja, von kinocast.net bekommt ihr keine Mail von DGSVO. Ja, damit müsst ihr so klarkommen. Wir beginnen mal mit dem Film, den wir in der Sneak Preview hatten. Das war der Film Love, Simon. Und vielleicht holen wir noch einmal ein bisschen weiter aus. Wir hatten ja in der Woche davor diesen Film in der Sneak Preview. Letztendlich sind wir dem Universum egal, wo es darum ging, dass so an der Highschool, dass sich so ein junges Mädchen in jemanden verliebt und plötzlich am nächsten Tag ist der irgendwie ganz anders und ja, man kriegt dann irgendwie gesagt, dass das irgendwie dann liegt, dass dieses Bewusstsein immer wieder in andere Körper wandert und diese Liebe wird halt auf eine schwere Probe gestellt. Und heute in dem Film ist es eine etwas, ja, andere, etwas realistischere Herangehensweise, würde ich sagen. Also ohne so ein Seelenwanderungsgedöns, sondern es ist halt ein Coming-of-Age-Film über einen jungen Mann, der auch Simon oder Simon heißt. Und der irgendwie an sich entdeckt, dass er mit Frauen jetzt nicht so viel anfangen kann, sondern dass er eher dem männlichen Geschlecht zugetan ist. Aber er ist noch in so einer Phase, wo er das jetzt nicht breitreden will, zumal an seiner Schule hat sich jemand geoutet und derjenige, der überzieht das dann gleich völlig und ist so ganz tuffig unterwegs und so, und das ist überhaupt nicht so sein Stil. Und derjenige wird auch an der Schule total angefeindet und ist aber auch eine sehr starke Persönlichkeit, dass er damit umgehen kann und damit gut klarkommt und da auch gut zurückschlagen kann, wenn da irgendwelche dummen Kommentare kommen. Und so einer ist Simon halt nicht, deswegen hält er das immer noch ein bisschen hinterm Berg. Er holt jeden Morgen seine Freunde ab. Da ist irgendwie so eine alte Jugendfreundin, mit der seit zig Jahren irgendwie, seit 13 Jahren oder so kennt er die. Und dann noch so ein Kumpel und noch eine Freundin von dem. Und die fahren immer zusammen in die Schule. Und dann geht es halt darum, dass auch an der Schule gibt es irgend so eine Art Blog. Also heutzutage würde man es wahrscheinlich über eine WhatsApp-Gruppe oder sowas machen. Also da gibt es einen Blog und auf diesem Blog schreibt jemand einen Artikel, dass er schwul ist und dass er mit diesem ganzen Leben nicht so richtig klarkommt und dass das alles wie so ein Riesenradritt ist. Mal fühlt er sich ganz oben, mal ist er ganz unten und das Ganze ist nicht namentlich unterzeichnet, ist halt nur eine anonyme E-Mail-Adresse verwendet worden und Simon zögert etwas und schreibt dann aber irgendwann, er öffnet auch ein anonymes E-Mail-Konto und schreibt dann an diese andere E-Mail-Adresse und bekommt dann tatsächlich Antwort und daraus entsteht so eine Art Brieffreundschaft, die die beiden wiederum auch hilft. Und es ist dann auch sehr schön dargestellt, Simon versucht natürlich dann in verschiedenen Personen denjenigen zu erkennen, der auch schwul ist und sich noch nicht geoutet hat, weil innerhalb dieser Konversation, die da entsteht per E-Mail, gibt es dann halt diverse Hinweise. Und er sieht halt dann andere Personen und denkt sich dann, ah, ist der das, ist das nicht und so, weil beide wollen sich natürlich noch lange nicht zu erkennen geben,
Das Ganze findet dann so ein bisschen so einen dramatischen Höhepunkt, als ein nerviger Bekannter aus seiner Klasse, Freund kann man nicht sagen, weil es ist irgendwie nicht so richtig der Freund und der ist in der Theatergruppe mit drin, der sich irgendwie überall reinhängt und reindrängelt, der lockt sich mal an dem Bibliotheksrechner ein, nachdem Simon an dem Rechner war und findet dort diese E-Mails, die er geschrieben hat und druckt die sich aus und droht damit, das alles zu veröffentlichen, wenn er ihm nicht hilft, bei dieser einen Freundin von Simon ja irgendwie ein Date zu bekommen. Und das arrangiert er dann. Und das ergibt dann so eine Kaskade von schlechten Entscheidungen, weil dadurch, dass er ihr nahelegt, hier sich doch mal mit dem Typen treffen zu wollen, muss er seinem eigentlich besten Kumpel sagen, hey, die ist nichts für dich, die hat was anderes. Und dann fallen so etliche Dominosteine um, die sich auch nicht mehr so leicht aufrichten lassen. Und er schlittert dann so eine schwierige Situation rein. Und viel mehr will ich eigentlich mal, glaube ich, nicht dazu sagen. Vielleicht kann man noch sagen, wer es spielt. Also Nick Robinson spielt die Hauptrolle. Die Eltern von Simon spielen Jennifer Garner und Josh Duhamel, die man ja durchaus kennt, beide, aus diversen Rollen. Und die spielen das eigentlich auch ziemlich cool. Er hat auch noch eine Schwester, ne? Ja, er hat noch eine jüngere Schwester, die macht immer so Kochexperimente und so. mit der versteht er sich eigentlich auch ganz gut. Und das betont er auch immer wieder. Er sagt ja eigentlich, ich habe eine Schwester, die ich auch wirklich mag. Ja genau. Das klingt jetzt alles, wenn ich mich selber so reden höre, vielleicht nicht ganz so spannend. Und wer sich erinnern kann, wer die vorhergehende Sendung schon gehört hat, wird vielleicht auch wissen, wir hatten bei den Kinostarts der Woche, bei den Sneak-Tipps der Woche hatten wir den Film mit dabei, den hatte jemand getippt und da hatte ich die Story zu dem Film vorgelesen und ich fand die überhaupt nicht interessant. Ja, also, aber der Film, der war echt toll. Ich fand den wirklich toll. Er hat mich voll mitgenommen, der hatte das gehabt, was der Film in der Woche vorher versprochen, aber nicht gehalten hat, nämlich der Film, mit dem letztendlich sind wir dem Universum egal, war einfach nur ein total seichtes, bisschen Liebesgedöns da, ohne nennenswerten Tiefgang. Hier geht es halt wirklich um tiefgreifende Entscheidungen im Leben eines Jugendlichen und ja, ich kann mich da jetzt nicht so richtig reinversetzen in diese Situation. Ich kann mir nur vorstellen, dass es unheimlich schwer sein muss für so jemand, der gerade dann in den USA mit diesem ganzen Druck, der dann an den Unis entsteht, mit ja, da hängt ja unheimlich viel drin, unheimlich viel kompetitives Gehabe und das, wenn sich dort jemand outet, ist halt, ich glaube hier in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht Chris, vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, musst jetzt keine Namen nennen, aber vielleicht kannst du berichten, wie das an den Schulen so im Allgemeinen jetzt ist, aber ich habe zumindest so das Gefühl, als wäre da Deutschland relativ liberal. Das heißt, wenn jemand sagt, das ist so, sagen ja und alles klar. Ich kann eine sehr schöne Geschichte aus meinem bisherigen Schulleben als Lehrer erzählen, weil ich in meiner Klasse wirklich auch einen hatte, der fürchterlich gerne Pumps angezogen hat. Der ist auch tatsächlich in der 8. Klasse mit Pumps und geschminkt in die Schule gekommen. Also der hatte Lippenstift drauf und alles. Es war sehr witzig, es war wirklich witzig, weil er hat es auch selber dann, er hat so ein bisschen auch ausgelebt und es gab dann auch eine Situation mal, wo Neuntklässler ihn dumm angemacht haben, also er war in der 8. und Neuntklässler haben ihn dumm angemacht und aus der gleichen 9. Klasse kamen dann welche und haben fast die Neuntklässler verprügelt und haben gesagt, so, seid ihr bescheuert und der ist halt so und akzeptiert es einfach und das fand ich sehr, sehr schön und auch jetzt bei mir an der Schule kann ich sagen, gibt es da auch welche und die sind voll integriert, die sind absolut da drin. Ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Das ist einfach was völlig Normales und ich finde, das ist absolut ganz großen Respekt da an die Kids an meiner Schule, generell an den Schulen. Die sind da teilweise viel, viel weiter als manche Erwachsene. Viel weiter. Ja, ich finde das auch, also sind halt so, damit, das kann ja jetzt niemand ändern, das ist ja jetzt nicht irgendwas. Das ist ja jetzt keine Krankheit oder sowas, es ist halt einfach
Ja. Das Naturell und das ist halt so. Und da finde ich es halt gerade wichtig, dass alle anderen damit eigentlich kein Problem haben. Und das wird hier auch im Film, ja, ich will mal nicht spoilern, aber was das dann so für Wendungen nimmt und in welche Richtung das geht, und das ist schon sehr interessant. Ach so, hier dieser eine Nebendarsteller ist noch ganz interessant, so eine Art so ein Guidance Counselor gibt es ja an den US-Schulen, also quasi so eine Vertrauensperson, der wird gespielt von diesem einen Typen, oh, fällt gerade der Name nicht ein, den sieht man ständig in irgendwelchen Rollen. Weißt du, wen ich meine hier? Du meinst den Konrektor, oder? Ach ja, Konrektor war das? Der okay. Ist Konrektor also, an der Schule. Das war der Konrektor. Okay. Ja, ich weiß aber nicht, wer das ist, kenne ich nicht. Okay. Der war ganz furchtbar. Ja. Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Gottes Willen. Ich fand ihn. Müsst ihr jetzt auch nachgucken. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, den Film. Also gerade auch, also viel, viel mehr empfehlenswert, diesen Film für Jugendliche, den zu schauen, als jetzt diesen Letztendlich sind wir dem Universum egal oder sowas. Das ist, ja, der Letztendlich sind dem Universum egal, das ist so ein Dosenöffner-Film für das erste Date, aber das hier ist... Tony Hale, meinst du. Genau. Den kennt man auch aus Arrested Development, der Buster. Ja, unter anderem. Ja. Oder aus Veep zum Beispiel, da auch mitgespielt. Ja. Genau. Ja, der Film, den finde ich viel wichtiger als diesen anderen da. Deswegen lieber den gucken und was draus lernen und mitnehmen, als jetzt diesen Letztendlich sind wir dem Universum egal. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass die beste Freundin wird gespielt von Catherine Langford, die unter anderem die Hauptfigur in einer der wichtigsten Serien der letzten 2 Jahre spielt, und zwar in Tote Mädchen lügen nicht. Sie spielte Hannah Baker und ist jetzt quasi aus der Serie raus in ihren ersten Film rein, und ich fand das echt gut. Mir hat der Film gefallen, mir hat sie in der Rolle gefallen. Wieder eine wichtige Geschichte, die erzählt werden muss. Auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Hat mir gefallen. War auch cool, dass wir den in der Sneak hatten. Ich hatte ja, das ist so ein Film, da hatte ich ja schon bei der Filmbeschreibung, habe ich gedacht, ach nee, den will ich nicht sehen. Weil ich dachte, es ist so ein schweres Ding, weil das, solche Themen werden häufig sehr, sehr schwer irgendwie dargestellt, und der Film hatte so eine lockere Leichtigkeit, diese Themen auch anzugehen. Und der hat es einem auch, für mich als Hetero hat er auch total leicht gemacht, dort mitzukommen und auch die Liebe zu verstehen, die er dann empfindet, und die Romantik und sowas. Ne? Also fand ich echt gut. Ja. Ja, war einfach schön erzählt, und die Schauspieler fand ich auch sehr stark. Deswegen war eine runde Sache. Es waren witzige Momente dabei, es waren traurige Momente dabei, es hatte so alles, es war alles mit drin. Und ich darf nur an die Szene erinnern mit, ja, und dann gehe ich aufs College und dann lebe ich es voll aus. ja, vielleicht doch nicht so arg. Das war einfach schön. Das ist so, ja, ich fand es, wie gesagt, einen echt schönen Film. Den könnte ich mir auch vorstellen, den wirklich mit einer Schulklasse auch anzuschauen, weil er eben eine sehr schöne Message transportiert. Durch den ganzen Film durch. Ihr könnt ja mal eine Sneak in der Schule machen quasi. Lehrer bringt was mit, eine DVD oder eine Blu-ray. Ja, genau. Und ich moderiere das und darf es so schenken. Genau. Ich meine, wir haben das in umgekehrter Weise gemacht. Wir haben dann mal so Gesichter des Todes Teil 4 geguckt in der Schule. Und so. Und die Geschichtslehrerin haben wir überredet, dass wir Bills und Teds verrückte Reise durch die Zeit angucken. Ja. Weil wir gesagt haben, das hat was mit Geschichte zu tun. Ja. Schade apropos, für dich, dass solche Lehrer immer mehr aussterben. Apropos, schöne Grüße an Frau Gumbert, falls... an dieser Stelle, ne? Ja, genau. Auch von mir. Stimmt, eine unserer treuesten Hörer. apropos, Bills und Teds verrückt, ich habe jetzt letztens flog das irgendwo rum, ich weiß nicht, ob es stimmt, es soll ein dritter Teil gedreht werden. Ja. Oh. Ja, da bin ich voll dabei. Hab ich finde das so geil. Und jetzt Keanu Reeves, jetzt nach John Wick mal wieder sowas Lustiges, das gucke ich mir an. Definitiv. Okay, Love, Simon.
Wie sieht es punktemäßig aus? Ich gebe 8. Ich gebe 9. Oder sind das ich meine 7. vom letzten Mal? Hier nee, ich habe die richtigen eingetragen. Ah, sehr gut, okay. Ich habe jetzt nämlich einfach nur abgelesen hier. Jo, dann werfen wir doch mal einen Blick drauf, was vielleicht morgen in der Sneak Preview kommen könnte. Und da ja in den letzten Wochen bei den Tipps fast immer einer dabei war, der den richtigen Film schon vorausgesehen hat. Chris, wie lautet denn der Hinweis für die morgige Sneak Preview? Für die Sneak Nummer 951 am 28. Mai 2018 lautet der Tipp: Gefährliche Masken. Ja, und Kate? Es gibt genau einen Tipp und der ist von mir. Habe ich auch gerade gesehen. Badabing. Werde mal gucken. Und zwar, ich tippe auf The Strangers. Das ist der zweite Teil zu dem ersten, The Strangers, und dieser heißt Opfernacht. Ich habe gedacht, das muss eigentlich passen, weil die haben da so ganz eklige Masken. Und deswegen dachte ich, gefährliche Masken, Strangers 2. Könnte stimmen. Startet ja am 21.06. ist quasi auch der Starttermin von Ach nee, jetzt bin ich gerade verrutscht. Nee, Love, Simon startet eine Woche später, 28.06. Strangers startet 21.06. Ich würde, es könnte ja vielleicht auch The First Purge sein. Startet am 5.7. Also, oh, das könnte natürlich auch sein. Ich wär das mal. Oh, das wäre cool. Der neueste Purge wäre auch sehr, sehr cool. Da sitzt man wenigstens nicht wieder im Kino, wo dann jemand sagt, ey, könnt ihr mal auf. Ja. Schon so geladen ins Kino gehen. Es tut mir leid, dass ich so explodiert bin damals. Alles gut. War nicht nett von mir. Okay, wir waren ja dann nochmal im Kino in der Woche, nämlich 2 Tage später, um genau zu sein, zur Vorpremiere von Solo, A Star Wars Story. Und wer möchte denn den Film mal zusammenfassen von euch? Der Chris. Ah, welche überraschende Wendung an meinem Abendplanungsprogramm hier. Ja, Solo, A Star Wars Story, der 2018er Star Wars Film, der nächste Spin-Off, der nächste Ableger der Star Wars Reihe, mit großen Erwartungen, mit kritischen Pressestimmen und ja, einem relativ spannenden Thema an sich eigentlich, weil wen interessiert nicht die Vorgeschichte von Han Solo? Wie wurde Han Solo zu Han Solo? Wo kommt er her? Warum ist er da? Was hat ihn zu dem gemacht, was er dann später war? Und genau das erzählt eben dieser Spin-Off, der wohl erste Teil von Solo. Nach meinen Infos sind 3 Stück geplant. Du kannst mich gerne verbessern, Erik, aber ich glaube, es sind 3. Boah, richtig? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nur, da kommt ein Boba Fett-Film. Ein Boba Fett-Film. Genau, das haben sie jetzt irgendwo announced. Boba Fett. Okay, also nach dem ersten Spin-Off waren ja die Erwartungen relativ hoch, denke ich. Ich erinnere an Rogue One, der exzellent war. Und jetzt, wie gesagt, das zweite Spin-Off. Und ja, in dem Mittelpunkt steht natürlich der Schmuggler Han Solo, gespielt von Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich, also wenn man schon so einen deutschen Nachnamen hat, dann. Wer was? Hat er deutsche Wurzeln? Bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Und es ist halt sein erstes großes Abenteuer vor Episode 4. Also damit wir das auch zeitlich einordnen können, es spielt wohl so etwa 11 Jahre vor Episode 4. Und ja, und Solo oder vielmehr Han. Und vor Rogue bitte? One. Vor Rogue One, ja, ja. Genau. Das ist wichtig, ja, ist yeah. Sehr wichtig. Also Solo ist von der Flugakademie geflogen, weil er halt schon immer einen eigenen Kopf hatte, eigene Ideen und ja, Eigenschaften, die er bis heute besitzt, wie wir kennen. Kommt dann allerdings da kommt irgendwo so halb beim Imperium unter, die unbedingt noch Leute brauchen, und lernt dort den ja anderen großen Darsteller eigentlich in dieser Runde kennen, nämlich Tobias Beckett, gespielt von Woody Harrelson. Und die beiden gehen zusammen auf eine Mission. Und zuvor trifft natürlich Solo erstmal Chewbacca, der dann mit eingeführt wird. Dann geht es um seine Freundin Kira, gespielt von Emilia Clarke. Er lernt noch Lando Calrissian kennen,
Donald Glover in dem Fall, kennt man alle von früher. Man erfährt die Geschichte, wie es dazu kam, dass er den Millennium-Falke bekommt und. Es ist sehr, sehr interessant zu sehen, was da alles drin ist. Also das ist auch schon ungefähr der Plot. Klar, es geht dann darum, wie finde ich meine große Liebe wieder oder habe ich sie wirklich, weil ich habe sie versprochen, zurückzukehren. Wie entkomme ich der, ich nenne es jetzt mal der Mafia, den mafiösen Zuständen, in die ich reingerutscht bin. Wie organisiere ich die Ware oder das Geld, was halt fehlt. Also so ein typisches Schmuggler-Ding, wie man es eigentlich von Han Solo kennt. Jetzt ist es so, dass ich nicht so 100% begeistert war von dem Film, aber die beiden anderen hier im Kanal, die fanden ihn sehr gut. Ist das so richtig gesagt? Das ist richtig, ja. Habe ich von der Geschichte irgendwas vergessen? Ich denke eigentlich nicht. Also was ich zum Beispiel noch sehr interessant war, ist, wie er überhaupt zu seinem Nachnamen gekommen ist, weil er ist aufgewachsen in einer Stadt oder auf einem Planeten, der sehr arm war, und die hatten einfach Namen und dann war's das. Und dann haben dann versucht, von dort zu fliehen. Und Han hat es geschafft und seine Freundin Kira eben nicht, deswegen auch dieses Zurückkommen und sie retten. An diesem Checkpoint, wo er raus musste man einen Nachnamen eingeben. Und dann sagt er zu der Frau, ja, ich bin halt alleine. Ich bin einfach nur ich. Und zack, hat er den Namen Solo. War nicht toll. Wie machen die das dann in der deutschen Synchro? Sagen die dann, ich bin allein? Ah, sie sind Han allein. Ich weiß es nicht, aber so war es. Ich reise es so. Ja. Ich finde es einfach mal interessant. Chris, weißt du, woran mich der Planet, wo die am Anfang sind, so ein bisschen erinnert hat, dieser Polizeistaat, war so ein bisschen wie bei Half-Life 2. Mit diesen Figuren da. Jetzt, wo du sagst. Auch diese Halle, wo die da reingehen, da gab es auch bei Half-Life 2 so eine. Ja, hatte schon deutliche Anleihen. Ich habe ja das Projekt schon eine Weile ein bisschen verfolgt gehabt. Ich hatte ja mit der Luise, schöne Grüße, die sind heute gerade auf einer, wie heißt das? Glitzer gegen Nazis Demo. Genau. Ich weiß zwar nicht, was die da machen in Berlin, aber gegen Nazis ist immer eine gute Sache. Da hatte ich eine kleine Wette laufen, weil ich habe nicht geglaubt, dass sie es schaffen bis zum Mai, dass der Film fertig wird, weil es gab ja da diverse Querelen mit den Zweien hier, die den Lego-Movie gemacht hatten. Die hatten ja eigentlich, saßen eigentlich auf dem Regiestuhl und haben dann einen Film quasi schon abgeliefert gehabt, der sehr witzig war. War eher ein Comedy und das hat den Produzenten nicht gefallen. Und dann haben sie Ron Howard quasi auf den Regiestuhl gesetzt und er musste irgendwie 80% nachshooten. Und das werden wahrscheinlich so diese düsteren Szenen sein, die wir im Film jetzt gesehen haben, die dann so mit drin gelandet sind und so ein paar witzige Szenen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte es dem Film oder insgesamt der Reihe auch nicht schlecht getan, so ein Star Wars Comedy Ableger zu haben, so wie Deadpool 2 bei Marvel so ein bisschen der Comedy Ableger ist, ne? Wo man sich einfach mal kaputt lachen kann. Wer weiß, weil die lustigen Szenen, die waren auf jeden Fall richtig gut. Und warum Han Solo nun Han Solo heißt, das hätte man mir nicht gebraucht, diese Enthüllung in Anführungszeichen, ich mache jetzt gerade Airquotes, völlig irrelevant. Also von mir aus hätte der auch schon immer Han Solo heißen können, ja, wäre völlig egal gewesen für den Film an sich. Interessant war dann, wie er sein Raumschiff gewinnt und wie er dann so Chewbacca trifft, wobei ich dann auch sage, gerade jetzt in Bezug zum Beispiel auf Avengers Infinity War oder Star Wars Das Erwachen der Macht, da wurden halt solche, wenn Figuren neu im Film aufgetaucht sind, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, dann wurde diese Einführung wurde so ein bisschen mehr zelebriert, wenn ihr wisst, was ich meine. Also da gab es dann so richtig, wow, der und so, weißt du? Das war bei Avengers Infinity War so, das war bei diversen Erwachen der Macht war es ganz extrem, war halt viel so Fanservice dabei. Aber hier, ja, gerade das Treffen mit Chewbacca, da ist eigentlich ein bisschen was verschenkt worden, finde ich. Da hätte man mehr draus machen können. Aber ansonsten
waren natürlich extrem coole Szenen, die Action-Szenen. Ich hatte richtig viel Spaß bei dem Film. Die Dialoge waren mit der Khaleesi, die Emilia Clarke und so, die Rolle, dass die so ein bisschen undurchsichtig ist, welche Rolle sie spielt, fand ich auch gut, dass nicht alles so schwarz und weiß ist in diesem ganzen Schmuggler-Universum. Jeder kann jeden verraten. Woody Harrelson sagt das ja auch mal und so. Paul Bettany, oh, eine großartige Rolle. Ich mag den ja sowieso. Also die Nebendarsteller haben es hier wirklich rausgerissen, was bei Rogue One nicht ganz so der Fall war. Da haben es die Nebendarsteller nicht richtig gerockt, aber hier Woody Harrelson, Paul Bettany, Emilia Clarke, boah, Hammer. Also wunderbar, hat mir total gut gefallen. Wir haben es aber auch in OV geguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem deutschen Synchro aussieht. Da hatten wir Du hast es gerade schon schön gesagt, die Nebendarsteller fahren ganz gut. Fand ich ein bisschen schade, dass die Nebendarsteller den Hauptdarsteller an die Wand gespielt haben. Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich fand, ich hab schon manchmal gedacht, der Alden Ehrenreich, ja, dass der wirklich sehr, sehr nah dran ist an dem jungen Harrison Ford. So von der Art her, wie er gespielt hat und wie er sich bewegt hat und was er manchmal so rausgehauen hat für Dinge. Wirklich gut. Also wenn da noch mehr kommt. Fand ich halt nicht. Ich fand den eher blass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, okay. Da hätte ich mir ein bisschen mehr irgendwie erwartet. Wie vom ganzen Film auch. Ich muss da mal ein bisschen die Gegenstimme sein. Ja. So leid es mir der da tut. Sehr gut. Aber für mich ist es so eher so ein Fanservice-Film gewesen. So, ja, jetzt geben wir euch hier. Ja. Jetzt geben wir euch hier den Film zu Han Solo, damit wir das weiter ausschlachten können ein bisschen und dass die Fans ein bisschen befriedet sind, damit es auch mal einen Solo-Film gibt. Ich weiß nicht, inwieweit er wirklich in Star Wars, in die Reihe da reinpasst. Klar, es heißt jetzt wieder A Star Wars Story. Ich weiß aber nicht, inwieweit er da reinpasst. Ganz ehrlich, es ist ein guter Film. Nicht falsch verstehen, es ist ein guter Film. Nur wenn ich jetzt wirklich mit Star Wars nichts am Hut habe, würdest du dann da reingehen in den Film? Wenn ich mit Star Wars nichts am Hut habe? Gut, das kann ich nicht beantworten. Gehen überhaupt Leute in den Film, die nichts mit Star Wars am Hut haben? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Also ich glaube, Leute, die nichts mit Comics am Hut haben, gehen trotzdem in Deadpool, weil sie einfach die Action sehen wollen. Meinst du? Ja, definitiv. Aber also die nichts mit Comics am Hut haben, ja, aber die prinzipiell so Comic- oder Superhelden-Action, sage ich jetzt mal. Ja, die halt nicht so damit mit, aber guck mal, dass sie durchblicken können, ja. Wobei, wie gesagt, gibt so Filme, die wirklich speziell für so eine Fanbase ausgerichtet sind und da gehört Solo für mich absolut rein. Beginn war ja relativ düster, da habe ich gedacht, oh, willkommen im DC-Universe. Um mal eine kleine Anspielung noch rauszuhauen. Und am meisten der Star-Wars-Charme, der kam bei mir eigentlich nur auf, wenn die Musik eingesetzt hat, die ich sensationell gut fand. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn natürlich der Millennium-Falke dann da war, das war dann schon dieses Ha. Chewbacca, bei dem kann ich eigentlich fast nie was falsch machen. Den stell ich einfach hin und der ist cool. Der Riesenhund. Und Lando fand ich auch ganz cool. Nur eben Solo fand ich ganz vergessen, Donald Glover als Nebendarsteller. Ja. Klar, ey, Hammer. Zack, fand ich auch gut. Nur wie gesagt, mir war Solo etwas zu blass. Ist für mich insgesamt wirklich so ein kann man machen, muss man aber in dem Fall nicht unbedingt machen. Ja, also ein kann, aber nicht unbedingt muss Film. Ich hatte aber er ist auch kein Reinfall. Nee, es ist kein Reinfall. Also es ist kein absoluter Reinfall, aber es ist jetzt, wenn man bei dem Spin-Offs jetzt mal Rogue One als Referenz nimmt, dann stinkt Solo gewaltig ab. Oh, das sehe ich gerade umgekehrt. Ja, aber also bei mir ist Rogue One ist mir eher zu düster. Und irgendwie bei Rogue One, dadurch, dass ich jetzt, ich weiß halt, was passiert, ne? Irgendwie. Ja, ja. Und ich hatte bei Han Solo, nach dem Film, hatte ich Bock gehabt, den Kleinen nochmal zu sehen. Da habe ich irgendwie gedacht, oh, das war so geil, würde ich uns nochmal gucken. Das hätte ich nach Das Erwachen der Macht, hatte ich auch, obwohl es mitten in der Nacht war, habe ich gedacht, na okay, vielleicht morgen. Das war aber bei dir das Erwachen mitten in der Nacht. Aber bei Han Solo habe ich gedacht, boah, den musst du unbedingt nochmal gucken. Weil das ist so ein Film, der hat halt auch so viel Star Wars Feeling an diversen Orten, an Plätzen oder sowas und
die Figuren und das kann man sich durchaus ein, zwei Mal noch angucken. Guck, aber das ist genau das, das finde ich eben nicht. Ja. Ich fände, das Star Wars-Feeling hat der nicht so. Kam bei mir nicht so auf. Ja, weil es keine richtige Raumschlacht mit dem Imperium gab, oder warum? Nee, es ist einfach so. Aber das gab es ja bei Rogue One nun gar nicht. Also da gab es ja gar nichts. Bei Rogue One gab es ja nicht mal irgendwie einen Bösewicht, den man kennt, ohne jetzt zu spoilern hier. da gab es ja kein Lichtschwert und nee. Naja. Naja. Wo gab es denn bei Han Solo bitte ein Lichtschwert? Da gab es eins. Hat man gesehen. Ja, okay. Auch, ja. Das war für mich auch dann mit eine der krassesten und What the Fuck-Szenen. Also das muss ich zugestehen. Es gibt eine ganz deutliche What the Fuck-Szene, die natürlich jetzt ein völliges Ding auf ein fast schon schwarzes Loch aufreißt. Naja. Aber ja, wie gesagt. Geteilte Meinungen, würde ich mal behaupten. Gut, Han Solo. Also nein, Solo. Wir sind uns ja einig, dass der Film gut war. Ja. Nur der eine sagt überragend, der andere sagt nicht so überragend. Bei mir kommt er im Ranking nach Erwachen der Macht und irgendwann dann so ein paar Punkte später kommt dann erst Rogue One. Von denen, die ich zuletzt im Kino gesehen habe. Was ist mit der die letzten Jedi? Da bin ich noch ambivalent. Da warte ich mal noch, bis der auf Sky läuft. Den muss ich irgendwie noch ein, zwei Mal gucken. Rogue One habe ich irgendwie noch ein, zwei Mal auf Sky geguckt. Der kam da jetzt irgendwie mal. Aber ja, das ist so, ich habe dann schon nicht mehr hingeguckt, ne? Weil ich wusste, okay, jetzt passiert das und so. Das ist halt wirklich nur Action. Das Einzige, was schön ist, sind die Drehorte irgendwie mit diesem blauen Wasser und so. Das sieht schon toll aus. Aber ja, das ist halt ein Eye-Candy, aber ja, das, was dann letzten Endes so passiert und dadurch, ich hoffe, alle, die das jetzt hören, gut, die jetzt Star Wars irgendwie von uns die Kritik hören, die werden Rogue One hoffentlich schon geguckt haben, dadurch, dass die am Schluss halt alle sterben, hat das ja überhaupt keine Relevanz insgesamt für den kompletten Kanon, dass da noch irgendwie jemand überlebt oder irgendwas. Keine Relevanz? Was? Ja gut, die Pläne sind halt bitte da. Was? Die Pläne sind halt da jetzt weiter, aber die... Ja, die Geschichte mit den Personen ist einfach beendet. Das ist doch ich, auch genau. In Ordnung so. Das meine ja, ich. Aber das ist ja auch okay. Ja, aber das ist aber auch wiederum gut, weil du siehst einfach mal, es gab diese Opfer, es gab diese quasi schon fast Märtyrer, die für ihre Sache gestorben sind. Ja. Und warum immer nur die tollen Jedis loben? Wenn da Leute dabei sind, die sind keine Jedis und die haben das hingekriegt. Denen ist es zu verdanken, dass es überhaupt so weitergegangen ist. Und die Geschichte finde ich gut, dass die erzählt wird. Ja. Von den Nicht-Jedis, von den normalen Kämpfern. Ist ja ein toller Film, Rogue One. Ich sage nicht, dass der schlecht ist. Ich sage nur, nein. Der hat für mich jetzt nicht so den hohen Wiederschauwert wie jetzt andere Filme. Also ich gucke lieber Rogue One als wie, weiß ich nicht, Episode 1. Oh ja, ne, da sind wir uns einig, glaube ich, oder so. Also Jar Jar Binks und irgendwelche Podracer-Rennen da. Wer sind du sie denn? Um Gottes Willen. Wobei, die Podrennen waren cool. Ja, und was war das Beste bei Episode 1? Das Beste? Die Podrennen? Wir fallen gerade ich fand den neuen zusammen. Bösewicht am besten. Ja, ja. Oh ja, stimmt, der war gut. So, ich schreibe jetzt hier mal meine Punktzahlen. Oh Gott. So. Was gibst du für Punkte? 8. Ich bin, glaube ich, auch was, bei wie 8. Viel gibst du? 8. Du gibst 8. Du redest davon, wie toll der ist und gibst ihm 8 Punkte. Ich gebe ihm auch 8. So eine Top-Wertung. Ja, ich gebe ihm 7 Punkte. So eine Lehrersprache, eine 1-, oder? Naja, von 10, wenn 10 die 1+ ist, ja, dann kann man... Je nachdem, welche Schritte du gehst, ja. Zack, ja, welche Schritte. Okay, was habt ihr so? Was 8. Du hast auch 8. Okay. Ja. Und Chris? 7. 7. So, okay. Von den heißen Wüsten von irgendwelchen Planeten. Na, ich bin gerade noch, Entschuldigung, Erik, also, ich bin jetzt gerade am rauskruscheln, was du Rogue One gegeben hast. Ja, mach mal. Ich mach derweil mal. Ja, mach mal weiter. Wir haben mach mal Sendung. Eine Rezensions Blu-ray bekommen gehabt und die heißt Der Mann aus dem Eis.
mit Jürgen Vogel. Bevor jetzt alle die den Part skippen, hört ruhig mal rein, der ist gar nicht so schlecht, der Film. Und außerdem bekommen wir wahrscheinlich noch was zu gewinnen, als für ein Gewinnspiel da zu dem Film. Vielleicht mal gucken, was da kommt. Vielleicht lustige Mützen oder so, oder Pfeil und Bogen, keine Ahnung, oder eine Blu-ray. Der Mann aus dem Eis. Um den Film ein bisschen zu beschreiben, könnte ich vielleicht erstmal erwähnen, dass der Film komplett in der damaligen Sprache gesprochen wird. Also, das ist, das steht am Anfang in so einer Texttafel da. Wie das heißt, habe ich jetzt gerade vergessen, aber die wenigen Worte, die da gewechselt werden, die sind in der damaligen Steinzeitsprache halt gemacht. Ist jetzt nicht so dramatisch, weil das meiste ergibt sich eh aus dem, was da so passiert, und so viel wird da nicht erzählt. Also die waren jetzt nicht so die gesprächigen Typen damals. Und der Mann aus dem Eis handelt quasi um den Ötzi, also um diese Mumie, die gefunden wurde in den Ötztaler Alpen. War das richtig? Ja, ich glaube. Vor einigen Jahren war das, und man hat ja dann diverse Forschungen betrieben, also es wurde ja weltweit an dieser Mumie geforscht, weil das eine wissenschaftliche Sensation war. Zuerst hatte man gedacht, dass das nur ein Wanderer ist, der vor ein paar Jahren irgendwie mal da gestorben ist und irgendwie nicht heimgefunden hat und da gestorben ist. Aber dann haben wir festgestellt, oh nee, das ist ja wirklich, der ist ja richtig alt. Und man hat festgestellt, dass eben vor über 5000 Jahren das passiert sein muss, und man hat den Ötzi, wie er dann genannt wurde, eben komplett analysiert. Das heißt so zum Beispiel Mageninhalt, ja, wo kommt der her, die Zähne, was hat er für Nahrung gegessen, welchen Weg hat er genommen, ja, anhand der Nahrung, die er zu sich genommen hat, wo ist er, wo hat er sich bewegt, ja, die Schichten, und was hat er für eine Ausrüstung gehabt, wo kam die her, wie ist die hergestellt worden. Und aus diesen ganzen Informationen, die dort zusammengetragen wurden, hat man ein Buch, ein Roman quasi erstellt worden, der auch so heißt, Der Mann aus dem Eis. Und hier geht es darum, dass der Kelab, so heißt der Ötzi, gespielt von Jürgen Vogel, der lebt mit seiner Familie am Fuß der Ötztaler Alpen. Und er ist der Stammesanführer, und es wird auch am Anfang ziemlich explizit auch gezeigt, wie das dann so war. Also da wurde dann halt auch da allen Lüsten einfach so gefrönt. Das war jetzt noch nicht so prüde wie heute. Und dann begibt er sich auf die Jagd, nimmt sich alles Mögliche mit. Und als er gerade wieder zurückkommt, sieht er noch, wie so ein anderer Stamm irgendwie aus seinem Dorf da rausgehen. Und die haben inzwischen alle massakriert gehabt. Das sieht man auch sehr, sehr explizit, wirklich Männer, Frauen, Kinder, alles, und haben eine Reliquie, muss glaube ich nennen, mitgenommen. Ein, wie haben sie es genannt, Tinaka oder so ähnlich. Und er findet halt seine komplette Familie da massakriert, und er schwört halt dann Rache und macht sich auf die Spur. Oder begibt sich quasi auf den Weg hinter denen her und kreuzt dann noch diverse andere Wege dann von anderen Stämmen, und dann kommt es natürlich dazu, auch dann, Achtung Spoiler, dass er dann da stirbt, und an der Stelle, wo er dann auch gefunden wurde. Krasser Spoiler. Ja, genau. Das, ich hatte erst so ein bisschen, dachte ich, oh ja, warum soll man da jetzt einen Film drehen? Das ist doch eh alles völlig an Haaren herbeigezogen und so. Aber das ist, ich fand es sehr, sehr gut erzählt, und Jürgen Vogel spielt das auch verdammt gut. Also ich habe dem das von Anfang an abgekauft. Er sieht natürlich jetzt auch nicht so perfekt aus, ne? Er ist jetzt kein Modeldarsteller, Schauspieler oder so, ne? Er hat ja nun mal so ein bisschen schiefe Zähne, und dann hat er im Film noch so übelst lange Haare, und eben kauft man das sofort ab, und er geht in der Rolle auch völlig auf und hat total Spaß an der Rolle, das merkt man auch. Und da sieht man auch so diese ganzen Widrigkeiten, wie das damals war, wie die gelebt haben, und ich würde es fast so ein bisschen vergleichen wie
weiß nicht, The Revenant in den Schweizer Alpen, also was ich da so... Ich wollte gerade sagen. Ja, was da so passiert und er muss sich dann alleine durchschlagen und... Aber im Gegensatz zu Revenant ist es halt hier so, dass er wirklich sein ganzer Stamm, und das war ja damals, war das ja noch extremer, oder da war ja wirklich die ganze Existenz dann weg, ne? Wenn wirklich so die drei Hütten, wo dein Stamm gelebt hat, wenn die nicht mehr da waren, weil du konntest dich halt nur auf deine paar Leute da verlassen, und gerade da so in Schweizer Alpen, das waren ja keine großen Stammesverbünde oder sowas wie jetzt woanders schon, sondern da waren halt wirklich nur so kleine Einheiten, und selbst wenn da einer oder zwei das Zeitliche gesegnet haben, bei der Jagd irgendwie umgekommen sind, war es ja schon schwierig für den ganzen Stamm zu überleben, und hier sind einfach mal alle massakriert worden, bis hin zum Kind, also zum Baby, und das war schon ganz übel mit anzusehen, das nimmt mich ja sowieso immer mit sowas, und ja, dann fightet er sich da durch Wind und Wetter durch und nimmt da die Spur auf von den anderen und will Rache nehmen. Cooler Film, echt, hätte ich nicht gedacht. Das ist auch so ein Film, den ich im Kino jetzt völlig links liegen gelassen habe, weil ich dachte, oh Gottes Willen, nee. Und wenn der jetzt nicht als Rezensionsdisc gekommen wäre, hätte ich ihn auch nicht geguckt, gebe ich ehrlich zu. Aber der hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen, ich gebe dem Film mal so, 7 Punkte würde ich dem schon geben. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin zwar kein Bergfreund, also sind imposante Bergaufnahmen drin, wer auf sowas steht, ich kann damit nichts anfangen. Also selbst für mich als nicht-alpinen Typen hier hat der Film doch ganz gut gefallen. Ja. Ich habe die Firma hatte mich angeschrieben hier, der Filmverleiher, ob wir da ein kleines Gewinnspiel machen wollen. Ich habe geantwortet, ja, klar, gerne. Haben sich aber nicht mehr gemeldet seitdem. Also war ja auch ein bisschen Feiertage und so. Deswegen könnte sein, dass da vielleicht nächste Woche irgendwas online geht. Guckt dann einfach mal, liebe Hörer, schaut mal auf meinem Twitter-Feed oder auf Facebook. Einfach mal die Facebook-Seite vom Kinocast liken. Da werde ich dann darauf hinweisen, wenn es da irgendwie ein Gewinnspiel gibt. No? Das zum Film Der Mann aus dem Eis. Im Englischen heißt er Iceman. Da gibt es eine englische Version von? Ich würde mal sagen, der Film ist international, weil da wird einfach die Sprache von damals gesprochen. Da gibt es nur einen Track. Oh. Also, ich dachte nur, weil Jürgen Vogel, das klingt jetzt eigentlich eher nach deutschem Publikum. Ja, aber du kannst so den Film international vermarkten. Dadurch, dass halt keine erkennbare Sprache gesprochen wird, kannst du den ja das geht dann schon. Kannst du eigentlich überall vermarkten. Und Chris, hast du rausgefunden, was ich Rogue One? 8 Punkte. Habe ich auch 8 Punkte gegeben? Ja. Ja, hat aber jetzt in der Nachbetrachtung, ja, vielleicht sollte ich den auf 7,5 abwerten. Aber das ist ja immer so. Ah, schön. So, mal gucken, was noch so anläuft diese Woche hier in Stuttgart und wie es in den Kinocharts aussieht. Kinocharts und Neustarts. Ich bin gespannt, ob Solo auf dem ersten Platz ist oder ob da irgendwie Deadpool oder das war irgendwie so ein Dreikampf mit Avengers Infinity War und Rampage spielt da auch noch mit. Fangen wir mal an. Platz 10, Louis und die Aliens. Platz 9, Sherlock Gnomes. Platz 8, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Platz 7, Wahrheit oder Pflicht. Platz 6, Liliane Susewind, ein tierisches Abenteuer. Platz 5, I Feel Pretty. Platz 4, Rampage, Big Meets Bigger. Platz 3, The Avengers 3, Infinity War. Platz 2, Solo, A Star Wars Story. Und Platz 1 ist Deadpool 2. Muss man aber zur Fairness halber sagen, bei Solo ist jetzt noch nicht die ganze Woche drin, ne? Weil ja, klar. Wir nehmen heute am Sonntagabend auf. Was wir aber festgestellt haben, ich hatte überlegt gehabt, mit meiner Tochter irgendwie ins Kino zu gehen am Wochenende, und es kommt nichts für sie. Es kommt nicht mal die Susewind? Nee, na, das gleich gar nicht. Also sowas hier mit irgendwelchen, nee. Das ist nichts für sie. Nee, sie will schon ein bisschen ernsthaftere Sachen gucken. Und Solo?
Nee, Solo. Nee, sowas auch nicht. Aber, ach so, das. Aber es kommt einfach nichts für sie. Obwohl sehr viel kommt, aber wenn ich hier so runterscroll, es kommt halt einfach nicht. So Peter Hase, da ist jetzt auch schon zu alt dafür. Die will jetzt schon langsam andere Sachen gucken, ne? Deadpool. Ja, Deadpool. Ja, genau. Nee. Aber schwierig, ne? Wir gucken mal, vielleicht übrigens, läuft ja in den Neustarts, ja? Ja, ja, mach die Neustarts fertig, ja. Ich wollte nur sagen, bei Twitter gibt es gerade einen netten Trend, der heißt Fake Han Solo Facts. Okay. Wie zum Beispiel, dass Han seinen Sohn eigentlich mit Vornamen Gitar nennen wollte. Gitar Solo. Okay. Ja. Müsste man zum Spaß mal ein paar echte Spoiler-Facts reinschreiben. Ja. Unter den Hashtag. Jo, diese Woche, am 31.05. starten folgende Filme in Stuttgart im Kino. Wahrscheinlich auch im restlichen Teil der Republik. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Dieser Young Adult-Roman, diese Teenie-Romanze mit diesem Mädchen, was sich in jemand verliebt und die, ja, die Seele, die von dem anderen, die schlüpft halt jeden Tag in einen anderen Körper. Und hat man schon das Sneak gehabt, könnt ihr alles nochmal nachhören. Feinde, Hostiles, läuft an. Ich fand ihn ja sehr gut. Schöner Western. Schöner Abgesang, so mit Christian Bale. Chris fand, glaube ich, nicht ganz so ein bisschen langatmig, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ich muss gerade was trinken. Tully startet noch. Oscar-Preisträgerin Charlize Theron spielt in der modernen Interpretation von Mary Poppins eine überforderte Mutter, die dringend ein Kindermädchen braucht. Die Komödie hat Jason Reitman gemacht. Ist bestimmt verwandt mit Ivan Reitman, der die ganzen hier so Beethoven und solche schönen Komödien gemacht hat. Tanz ins Leben. Britische Komödie mit Imelda Staunton als pedantische Oberschichtsdame, die mit ihrem zweiten Frühling. Doch zuerst muss sie lernen, einfach loszulassen. Back for Good. Familiendrama um den C-Promi Angie, ihre Mutter und die kleine Schwester Kiki. Gemeinsam sind sie die perfekte Mischung für eine Katastrophe. Muss man die irgendwie kennen? Ist das irgendwie real? Oder gibt es da irgendeine Fernsehserie oder irgendwas? Oder ist das erfunden alles? Oder? Keine Ahnung. Next. Okay. Meine Tochter, Filia Mia, wahrscheinlich ein italienischer Film, für den Goldenen Bären nominiertes Drama von Laura Bispuri um ein junges Mädchen, das zwischen zwei Mutterfiguren schwankt und nach einem Vorbild sucht. Okay. Ein russischer Science-Fiction-Thriller läuft noch an. Tschernowik. Nicht Tschernobyl, Tschernowik. Über einen Mann, der zwischen Parallelwelten wechseln kann und als Zollbeamter an der Grenze zwischen den Welten arbeitet. Das klingt cool. Wir hatten früher so einen Spruch, weil bei uns damals in der DDR, da liefen sehr viele russische Filme im Kino. Die waren teilweise so absurd. Da sind Sachen passiert, das glaubte kein Mensch, ne? Und da gab es dann so einen Spruch, das gibt es in keinem Russenfilm. Wenn irgendwas total Absurdes passiert ist im täglichen Leben oder so, kann man sagen, das gibt es in keinem Russenfilm. Das klingt auch so. Das Böse. Gab es da nicht schon mal einen Film? Das ist eine Wiederaufführung, oder? Nee, Kinostart. Science-Fiction-Horrorfilm von Don Coscarelli um einen Jungen, der einen mörderischen Leichenbestatter, dem Tallman, auf die Schliche kommt. Doch, das ist doch der alte Film. Phantasm. Oh, Augenblicke, Gesichter einer Reise läuft an. Ah, Oscar-nominierte Doku über die Fotoreise der 89-jährigen Filmemacherin Agnes Varda und dem 34-jährigen Fotokünstler J.R. quer durch Frankreich. Da haben wir einen Rezensionslink bekommen. Ich habe es noch nicht geschafft, den zu gucken, leider. Schande über mich. Vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche, dann können wir rechtzeitig zur Filmpremiere dann drüber sprechen. So, was haben wir noch? E.T. Fark. Es geschah eines Nachts. Ein Remake des gleichnamigen indischen Thrillers von 1969 über einen mysteriösen Kriminalfall, zwei Verdächtige, zwei Versionen einer Geschichte und einen Mörder. Oh, wie viel läuft denn hier an, ey? Zwei im falschen Film, hochgelobte Beziehungskomödie von der Mängelexemplar-Regisseurin Laura Lackmann über ein leidenschaftsloses Paar, das dringend einen Neustart braucht. Boah, das war's, Gott sei Dank. Oh, ist ja viel, ey. Denken die jetzt alle, oh, eine Woche reicht für Star Wars und jetzt
Jetzt können wir wieder in die Vollen gehen hier. Meine Güte. Ja. Anscheinend. Puh. Dann gehen wir noch gleich mal hier in den Briefkasten rein. Briefkasten. So, da kam hier ein was per E-Mail an. Der Thomas hatte nämlich geschrieben, wegen diesem Lost in Space hatte er hier geschrieben, damals ging es darum, Kate mochte die Serie und ich habe nach einer und einer halben Folge aufgehört, weil es mir nicht gefallen hat. Und Kate meinte darauf, du sollst als Schiedsrichter nach dem Sichten der Serie fungieren und das hat sich somit erledigt. Hatte ich ganz vergessen. Ja. Das heißt, die Serie ist offiziell scheiße, oder wie? Nein! Du kannst dich einfach als offiziell als Scheiße erklären. Oha. Wieso? Ich bin doch hier der Schiedsrichter. Haben wir doch. Nein, das ist ja eine Demokratie. Ja. Entschuldigung. Du kennst das. Elfmeter ist Elfmeter. Gibt es keine Diskussion hier. Videobeweis. Nein, macht mal, einigt euch doch einfach. Trefft euch in der Mitte. Ich habe eine bessere Idee. Der Chris wird sich die Staffel mal angucken. Die Staffel? Und wird dann sagen, ob es gut ist. Okay, aber das ist dann für beide Folgen verbindlich, okay? Ich mach das, nee, ich guck, aber ich guck die ersten fünf Folgen. Ich will dir das. Ach, jetzt komm! Sogar unser Kumpel der Fabi hat das gefeiert. Also jetzt nochmal, ich guck die ersten drei Folgen. Boah, ja? Drei. Und dann entscheide ich, und die Meinung müsst ihr beide akzeptieren. Nein. Okay. Nein? Erik, du sagst es nicht okay. Nein. Naja, was denn? Wie soll man denn hier weiter vorwärts kommen hier? Es kann ja aber nicht immer sein, dass meine Meinung dann die falsche ist. Das funktioniert nicht. Ja, das sagt ja keiner. Das hat keiner gesagt. Aber Demokratie ist. Chris ist Lehrer. Aber du hast. Der wird jedes Ding in der Serie umdrehen und für unlogisch und unrealistisch und physikalisch nicht möglich. Und was werde ich erklären? Du hast das Thema Demokratie angesprochen. Du und Fabi, ihr fandet es gut, ja? Ja. Thomas und ich fanden es scheiße. Das heißt, 2 gegen 2. Das heißt, wir brauchen jetzt hier eine demokratische Instanz. Das heißt, eine Person, die entweder zu der einen oder zur anderen Seite gehört. Verstehst du? Ja, aber ohne den Thomas jetzt zu beleidigen, er geht nicht regelmäßig mit uns ins Kino. Wir sind eine Truppe und da steht es nun mal 2-1 gegen dich. Hast du etwa Bedenken, dass es Chris nicht gefallen könnte? Ja, nochmal, der ist Lehrer. Ist die Serie vielleicht doch nicht so gut? Die Serie ist verdammt gut. Du sagst es übrigens in meinem Beruf, als ob das eine Beleidigung wäre. Oh Mann. Ist es das nicht? Also ich mache mal einen Aufruf. Liebe Hörer, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Die Serie Lost in Space, ja. Yay oder nay, ja. Einfach mal reinschreiben. Okay. Boah, was ist denn den ausgegraben, ey? Was? Yay oder nay? Ich war im Film Lincoln im Original und, ja. Und da kam das mehrfach bei diversen Abstimmungen. Habe ich immer noch gefragt, warum die nicht yes oder no sagen, aber die haben immer yay, yay oder nay. Okay, wir kommen vom Thema ab. Back to topic, bitte. Genau, nächste Kommentare. Ja. Thomas war fleißig, er hat viele Kommentare. Deadpool 2 fand er einen stilsicheren Familienfilm und gibt 7 von 10 Punkten. Cargo hat er geguckt auf Netflix. Ist bei mir ein paar Mal aufgepoppt, habe ich noch nicht geklickt. Fand er clever und glaubwürdig inszeniert. Mit Martin Freeman sogar, hey. 8 von 10. Rampage hat er auch geguckt. 4 von 10. Okay. Solo, A Star Wars Story. Er wurde angenehm überrascht. Star Wars Feeling war im Gegensatz zu Rogue One nicht vorhanden. Ha! Die Handlung ist stimmig. Die Bezüge zur Hauptreihe passend und vor allem glaubhafte Charaktere. 7 von 10. Mute, auch auf Netflix. Habe ich auch mal den Banner gesehen. Spektakulär unspannend. Handwerklich, grobmotorisch, voller Storyschnitzer. Inhaltlich sprachlos und trotz bunter Vielfalt farblos. Das klingt wie... Welche Filme? Das klingt nach Lost in Space, ist aber Mute. Ist denn Mute? Mute, also wie auf der Fernbedienung, wenn du den Ton ausschaltest, Mute. Ja, aber warum sagt mir das nichts? Ich bin doch nicht die Seriengöttin. Ich habe das Banner mal gesehen, da stand irgendwo. Er gibt 5 von 10 für Mute. Könnte sein, dass es dir gefällt. Jetzt aber. Werd nicht frech, junger Mann. Okay, das war's auch mit den Kommentaren hier. Zumindest durch die Flut von Thomas ist hier alles andere nach unten gerutscht. Aber jetzt kommen wir in die Rätselecke. Rätselecke.
zum einen der, wie hieß er? Habe ich den Namen vergessen. Der das letzte Mal was gewonnen hatte, hat heute schon, also vorhin gerade, auf Twitter seinen Gewinn gepostet. Ah, hier habe ich es. Der Michael K. hat nämlich seine Blu-ray gefunden von Deepwater Horizon im Briefkasten. Wobei ich mich aber wundere, dass die jetzt erst angekommen ist. Er war doch unterwegs, hat er doch geschrieben. Ach so. Ach, vom Urlaub heimkommen. Ja, da hätte ich es auch später schicken können. Ich habe extra gedacht, hier... Ja. Hat er sie auch klar angeguckt? Ist noch eingepackt auf dem Foto und steht noch nichts weiter da. jawohl. Aber viel Spaß damit. Aber da fällt mir ein, apropos eingepackt, ich habe ja vorher auch was Eingepacktes gefunden. Ich weiß nicht, ob du es auf Twitter schon gesehen hast, Erik. Twitter? Von ja, dir? Ich habe es bei Twitter gepostet auch. Und zwar Kids on Bikes. Kennst du Kids on Bikes? Nee. Ja. Musst du kennen. Er ging nicht hier auf die Schule. Vorgeschaut, weil ich war ja heute in der Schule am Sonntag, ja. Und da stand wirklich in einem Buchregal die Kids on Bikes VHS Videokassette. Original eingeschweißt. Okay. Könnte man überlegen, vielleicht werde ich die besorgen, dann könnten wir sie verlosen. Aber vorher gibst du mir mal, ich habe hier nämlich so eine Technik, ich kann die einlesen hier, dass wir sie digital haben. Ja, aber dann ist sie ja nicht mehr eingeschweißt, original. Die hast du eh ausgepackt hier, sehe ich doch. Auf dem zweiten Bild. Die Kassette ist mal, selber eingeschweißt. Nicht die Box, sondern die Kassette. Ich verstehe. Ah ja, aber so ein historisches Zeitdokument muss man doch hier irgendwie... Aber das kenne ich echt nicht. Was war das? War so eine Art Verkehrserziehung für Kinder bei euch hier, oder? Ja, aber ja, muss es wohl... Ich kenne es auch nicht. Ach so. Für mich war es auch neu. Auf jeden Fall ist es... sicher auf zwei Rädern, hat 10 Euro gekostet und ist ein Song. Da ist nämlich der neue Song drauf. Auf der Rückseite ist nämlich der komplette Songtext. Aha. Die Rückseite hast du aber nicht mit fotografiert, oder? Nee, nee. Ich musste so schon lachen. Kids on Bikes. Naja. Wir hatten immer nur so. Entschuldigung für den kleinen Einwurf, ja. Für Biologie solche VHS-Kassetten. Ja. Ja, und für Geschichte. Hatten wir das. Geschichte, das war Bills und Teds verrückte Reise durch die Zeit, aber das erwähnte jetzt ich bereits. Bei euch vielleicht. Das hat auch gut geholfen. Ja. Jo, hast du denn ein Rätsel? Ja. Bitte aufpassen. Ja. Eine skrupellose Betrügerin hält sich im Sonnenstaat Florida mit einer üblen Masche über Wasser. Sie nimmt die Identität von nichtsahnenden Opfern an, um schließlich in deren Namen horrende Kreditkartenschulden anzuhäufen. Ist der Film mit Sandra Bullock? Nein. Dann weiß ich es nicht. Also ich wüsste nicht, dass sie damit spielt. Ich glaube nicht. Okay, ja. Also liebe Hörer, wenn ihr wisst, was das gerade war, wenn ihr es nochmal hören wollt, müsst ihr zurückspulen. Dann... schreibt mal die Lösung an kate@kinocast.net. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal wieder eine Auslosung. Jawohl. Ich habe nichts diesmal. Kein Zitat. Ich mache dann wieder mal eins, wenn es was zu gewinnen gibt. Dann. Oder wenn wir überhaupt wieder was bekommen haben. Okay. Jetzt werfe ich mal einen Blick in die Amazon-Käufe von der letzten Woche. Was ist das hier? Ein OnePlus Smartphone. Ach, das war hier diese nette Agentur aus Karlsruhe, da Jamit Labs, die das bestellt hat. Habe ich schon auf Instagram gesehen. Dann ein Pferd Beanbag Schlüsselanhänger von Niki. So ein Pferd hier. Was ist das? Jogging Jikadabi Schuhe mit Anti-Rutschsohle. Oh Gottes Willen, was sind denn das? Boah, das sind ja fast Stiefel zum Joggen. Eieiei. Direkt aus Japan. Die haben quasi so ein... Hä? Sehen komisch aus. Das sind quasi so irgendwie die große Zehe und die zweitgrößte sind zusammen in einem Teil und vorne... Sieht ein bisschen aus wie so ein Pferdehuf da. Weil das vorne so gespreizt ist oder so ein Kamel. Wie so ein Kamelhuf. Und damit sollen wir gut laufen können. Wahrscheinlich so eine Art
barfuß laufen, ist ja auch irgendwie so ein Trend, der sich mir nicht erschließt. Okay, was ist das hier? Hakama Schwarz. Oder es ist noch von dem, der oder die letzte Woche diese ganzen japanischen Sachen bestellt. Ach genau, hier, Hakama, das ist irgendwie ein japanischer Rock, würde ich mal sagen. Dünnes Eis. So, was haben wir jetzt noch? Das ein Springbrunnen. Hier ist das eurer Niagara. Mit LED-Beleuchtung. Ist ich glaube, unterer, ja. Euer Springbrunnen, ja. Hat der so drei Becken? Ja. Ja, das ist unserer. Der ist toll. Habt ihr den drinnen oder draußen? Draußen. Draußen, na geht's. Ich hatte mal so ein Zimmerspringbrunnen, ey, der hat die ganze Zeit geplätschert, musste ständig auf Toilette. Gewöhnt man sich dran, habe ich auch einen hier. Das ist aber gut fürs Raumklima. Was, du gewöhnst dich an den dauerhaften Fluss? Nee, ich habe eine Toilette im Büro, das passt. So. Was auch hilft, sind Windeln. Okay. Ein Match Herren Slim Casual Hose. Eine, würde man sagen, eine Anzughose für Herren. Was haben wir hier? Wagenheber. Ein Wagenheber. Wechselt wahrscheinlich jetzt jemand auf Sommerreifen. Ja. Oh, so einiges hier. Was ist das? Quick Mount 3.0 Fahrradhalterung. Wofür? Ah, für ein iPhone. Okay. Okay. Ach nee, was ist das noch? Gürtelschnalle Western Cowboy. Wow. Hanni, was? Bitte? Sieht die cool aus? Ja, eine Gürtelschnalle halt, ne? Ja, wenn du sagst Western. Western, Cowboy, Texas. Hier sind ganz viele Schlagworte drin. Ich weiß nicht, wie. Western, Texas, Cowboy, Blume, 3D, Optik, Wechselgürtel, Gürtel, Schnalle, Buckel, Modell. Okay. Keine Ahnung. Alles klar. Halt so eine Schnalle, wie die Cowboys vorne dran haben. Mhm. Halt da. Ja. Die hochwertig verarbeitete Gürtelschnalle kann auf Wechselgürtel bis 4 cm Breite angebracht werden. Dank einem massiven Befestigungsbügel und eines Bolzens kann der Gürtel entsprechend der Länge eingestellt werden. Dank der Herstellung mit einer CNC-Maschine wird höchste Präzision erreicht. Dadurch entsteht das Dreidimensionale. Aha. So irgendwie bilden die Zusammenhänge, die keine Zusammenhänge sind, irgendwie in der Beschreibung. Auch nicht gut. Je nach Modell sind vorhandene Farben emailliert. Mhm. Ja, also wäre das. Mal gucken, wir Gürtelschnalle, Western, Cowboy, Schnalle 123. Okay. Dann vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links genutzt haben und damit den Kinocast etwas unterstützen. Und ich glaube, dann sind wir soweit durch für heute, oder? Mhm. Habt ihr noch irgendwas? Nö. Gibt es noch Nö. Was Neues, was ihr teilen möchtet? Nö. Wir haben einen Brunnen. Ein Brunnen, Plätscherbrunnen, eine Vogeltränke sozusagen, eine Hunde- und Vogeltränke. Der Hund kann unten trinken, die Vögel oben. Sozusagen, ja. Und dann, wenn das Ding ein bisschen zulottert, dann kann man Mücken drin züchten. So wie ich es aber jetzt schon gesehen habe, wohnt schon eine Spinne dort. Also. Also. Hey, raus aus meiner Haut. Ich war auch mal im Urlaub an der Ostsee, damals noch, als ich klein war. Und hingekommen, oh herrlich, war so ein schöner See in der Mitte, war wow, wunderbar. Problem war nur, dass in dem See waren wirklich tausende Mücken. Das war echt übel. Na gut, dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet, ob alles klappt, ob wir morgen in die Sneak gehen oder ansonsten schauen wir mal, ob wir unter der Woche noch was anderes gucken. Dann gibt es auf jeden Fall den, hier, wo ich den Rezensionslink bekommen habe, der diese Woche auch startet. Ja. Dann vielen Dank, Kate, vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Sehen wir uns dann morgen. Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.